veröffentlicht am 31. Oktober 2018, Lesedauer, 2 Minuten. Rot-Weiß Erfurt steht vor dem Aus, dem Club droht der Kollapsquelle, Bungards, Getty Images. Carina Hessland. Rot-Weiß Erfurt wollte nach dem Abstieg unter Thomas Bredaritz in der Regionalliga einen Neuanfang machen. Doch es herrscht Untergangsstimmung, der Club steht vor dem Aus. Alle Rettungsversuche blieben bisher erfolglos. Die Marketingabteilung von Rot-Weiß Erfurt hat die Saison unter ein Motto gestellt. Nach dem Abstieg aus der dritten Liga sollte in der Hauptstadt Thüringens eine Aufbruchsstimmung erzeugt werden. In den sozialen Medien versah der Club seine Tweets und Posts mit dem Hashtag Neuanfang. Doch von einem Neuanfang ist in Erfurt nichts zu spüren, bei Rot-Weiß herrscht Untergangsstimmung. Rot-Weiß ist verschuldet und steht vor dem endgültigen Aus. Wie der Verein mitteilte, wurde die avisierte Zusage über ein Massedarlehen überraschend zurückgezogen. Mit dem wollte der Insolvenzverwalter des Regionalligisten den Spielbetrieb in den kommenden Wochen aufrechterhalten. Damit hängt der Fortbestand des Fußballvereins FC Rot-Weiß Erfurt e.V. am seidenen Faden, hieß es in der Mitteilung. Insolvenzverwalter Volker Reinhardt wollte mit dem Darlehen Zeit gewinnen, denn in den kommenden Wochen sollten aussichtsreiche Gespräche mit potenziellen Investoren verbindlich abgeschlossen werden. Sollte in den kommenden Tagen dieses Massedarlehen nicht von anderer Seite gewährleistet werden, sei Reinhardt aus insolvenzrechtlichen Gründen gezwungen, den Spielbetrieb einzustellen. Für einen Neuanfang gibt es nur eine Chance. Es sieht schlecht aus für Rot-Weiß Erfurt. Quelle: Bungards, Getty Images. Carina Hessland: Ich gebe noch nicht auf und kämpfe weiter. Aber die Zeit wird knapp, sagte Reinhardt. Ohne das Darlehen fehlt dem Traditionsverein eine sechsstellige Summe. Auch die Fans versuchen alles, um den Club zu retten. Auf ein eigens eingerichtetes Konto sind knapp 10.000 Euro, Stand 16. Oktober, gespendet worden. Zu wenig, um den Fortbestand des Vereins zu sichern. Wie konfus es bei den Thüringern zugeht, zeigt ein Blick in den Online-Fanshop. Der Verein brachte neue Artikel auf den Markt und schrieb dabei seinen Namen falsch. Statt Taschen, Wimpel und Hemden mit dem Aufdruck Rot-Weiß Erfurt können die Anhänger die Merchandise-Artikel mit dem Schriftzug Rot-Weiß Erfurt kaufen. Trotz aller Aufregung und finanzieller Turbulenzen läuft es zurzeit sportlich gut für Erfurt. Die Mannschaft des ehemaligen Nationalspielers Thomas Bredaritz hat die vergangenen 9 Spiele nicht verloren und steht nach dem Sieg gegen Bischofswerda am vergangenen Sonntag auf dem 4. Platz. Der 8-fache Nationalspieler Bredaritz ist seit dem Sommer Trainer in Erfurt. Quelle: Bungards, Getty Images. Joachim Sielski: Sollte Erfurt tatsächlich den Spielbetrieb einstellen müssen, würde das den Abstieg aus der Regionalliga bedeuten. Wie es dann für den Club weiterginge, ist völlig unklar. Im schlimmsten Fall müsste der Club sich auflösen und in der untersten Liga Thüringens neu beginnen. Es wäre das Horrorszenario für den Traditionsklub, der in den 1950er Jahren zweimal DDR-Meister wurde und nach der Wende im Europapokal spielte. Urheberrecht Axel Springer See. Alle Rechte vorbehalten.